Abrimos el micrófono a Friedhelm y a Joanne. Sé que han preparado algo para nosotros. Ja, die ist echt schon eine coole Zeit, aber wir wollen jetzt auch nochmal euch das Mikro öffnen, weil wir wissen, dass wir was ganz Spezielles für uns vorbereitet haben. Ja. Y nosotros nos vamos a un costadito y Aaron sigue traduciendo. Mhm. Und wir blenden uns jetzt kurz aus, aber ich werde weiter übersetzen. Cool. Ja, also, also wirklich, es ist richtig, richtig cool, euch alle zu sehen. Vor allen Dingen, also wir sehen jetzt im Moment nur uns so groß hier, weil wir im Vordergrund sind, klar. Realmente es súper, súper, súper lindo y chévere de poder verlos a todos. Bueno, ahorita mismo solo me veo a mí, pero yo sé que ahí están ustedes también. Aber es ist zum Beispiel echt schön, euch zu sehen. Katja, ist echt toll. Dich sieht man ja ganz, ganz selten. Hola, Katja. Es súper chévere poder verte. Es ist de vez en cuando nomás te vemos. Und Katja, vielleicht für alle, die das nicht wissen, Katja hat bei uns mal mit in der Familie gelebt. Y para todos aquellos, para todos aquellos que no saben, Katja Appel antes vivía con nosotros, era como vivía en nuestra casa, parte de la familia. Und von daher ist es sehr schön, sie mal so zu sehen. Así que es súper lindo de poder verla. Das sind schon die Daumen nach oben. Und ich habe mich auch echt gefreut, euch von Sucre zu sehen. Das ist wirklich cool. Y también me alegra mucho de poder verlos ahí de ustedes de Sucre. Ich habe eure Gesichter nicht so genau sehen können, aber vielleicht sind auch welche dabei, die mich von damals kennen. Wir waren auch, ist jetzt schon echt viele Jahre her, waren wir zu einer Convention in Sucre. Oh wow, da wart ihr auch dabei? Ja, ich war dabei, also Joanne nicht. Bueno, dice que tal vez algunos de ustedes se pueden acordar de mí porque también fui parte una de las convenciones que tuvimos en el año 2007 y 2009. Creo que fue la segunda. Así que tal vez algunos de ustedes ahí en Sucre todavía se pueden acordar de mi cara. Zum Beispiel bin ich da mit der Moni mitgegangen, wo sie die Hühner eingekauft hat fürs Essen, die ganzen... Also eine Farm war mit ganz vielen Hühnern, das weiß ich. Por ejemplo, me acuerdo que fui con Moni a una de las granjas de pollos a comprar ahí los pollos para comer, que era un montón ahí. Ja, aber es ist ein sehr, sehr besonderer Ort in Sucre und es ist wirklich ganz, ganz toll, mit euch so hier verbunden zu sein. Es un lugar muy especial ahí en Sucre y la verdad es súper especial de poder estar en contacto así con ustedes. Und wenn die Grenzen dann irgendwann mal alle wieder auf sind, dann werden wir uns, denke ich mal, auch mehr richtig so vor Ort sehen. Ja, auf jeden Fall. Y cuando las fronteras se vuelven a abrir ahora después de esta pandemia, espero que podamos vernos también en vivo y en directo en algún momento, ¿verdad, chicos? Dile, dile, que vengan, que vengan. ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! Ihr sollt kommen, sagen sie. So ist besser, glaube ich. Hey, cool. Vorhin kam die Frage auf, wie mein Leben aussah, bevor ich nach Tübingen gekommen bin. Und eigentlich kann man auch sagen, bevor ich Jesus richtig kennengelernt habe. Y hace un momentito uno de ustedes me preguntó cómo se veía mi vida antes de convertirme, de venir a Tübingen, a donde vivo ahora. Y quiero hablar de eso un poquito. Ich bin in Deutschland auf der Seite aufgewachsen, wo was sozusagen geschlossen war, wo die Grenze geschlossen war. Yo nací y crecí en Alemania, como sea, en la parte del este, donde antes por el muro que estaba dividido estábamos como encerrados. Und es, bis ich Teenager gewesen bin, waren wir sozusagen unter einer Regierung, die alles kontrolliert hat. Y para los que no saben, antes, chicos, Alemania estaba dividido entre dos. Había un muro gigante en el medio. Y un lado donde creció Friedhelm estaban súper controlados por el gobierno y en realidad no se podían mover muy bien. Y dice que él creció así, que fue, su vida fue como determinada por lo que el Estado decía. Estaban como encerrados.
Und dann als Teenager, da war dann die Grenze geöffnet. Y después cuando fui joven, adolescente, esa frontera, ese muro se abrió. Und alles war gut, alles war toll. Y todo fue bueno, todo estuvo chévere. Und dann habe ich kurz vor meinem Abitur habe ich eine Krankheit bekommen, die unheilbar ist. Y antes de terminar el colegio yo recibí una me enfermé de una enfermedad que era incurable. Und durch diese Krankheit habe ich diverse Verbote bekommen und durfte viele Sachen nicht machen, die ich machen wollte, wie Führerschein oder Sport, solche Sachen. Y por esa enfermedad habían muchas cosas que me prohibieron hacer, por ejemplo, no podía sacar mi brevete, no podía hacer deporte. Und zu der Zeit habe ich natürlich von Jesus gewusst und über Jesus viel gewusst, aber ich habe nicht mit ihm gelebt, ich war kein Christ. Y en ese tiempo yo sabía más o menos quién era Jesús, había escuchado de él, pero no vivía con él, yo no era cristiano. Und dann gab es Leute, die haben mich eingeladen zu einer Art Gottesdienst. Y ahí habían personas que me invitaron a un culto, a una iglesia. Haben für mich gebetet. Oraron por mí. Und die Krankheit ist komplett verschwunden. Y la enfermedad desapareció por completo. Normalerweise müsste man mit dieser Krankheit ganz viele Tabletten nehmen bis ans Lebensende. En realidad, con esa enfermedad uno tendría que tomar muchas pastillas hasta el día que te mueres. Aber Jesus hat mich mit einmal geheilt und ich muss seit 23 Jahren schon keine Medikamente nehmen und bin komplett geheilt. Y Jesús me sanó de un momento a otro y hace 23 años que ya no tengo que tomar ninguna pastilla porque estoy totalmente sano. Wow. Und es war wirklich ein sehr, sehr starkes Wunder, was in meinem Leben passiert ist. Y la verdad fue un milagro super grande en mi vida. Und ich bin sehr, sehr dankbar bis heute. Y la verdad soy muy agradecido hasta hoy. Aber das Entscheidende, was dadurch passiert ist, pero lo primordial que pasó a través de eso, dass ich gemerkt habe, es gibt einen lebendigen Gott, es gibt Jesus wirklich. Yo realicé y me di cuenta de que existe un Dios que verdaderamente vive. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn du dieses Wunder getan hast, ich möchte dir mein ganzes Leben geben und ich möchte mit allem, was ich bin, möchte ich dir nachfolgen. Y yo dije, Jesús, si tú realmente hiciste este milagro, yo quiero conocerte, yo quiero entregar mi vida, yo quiero seguirte con todo lo que soy. Und das Gebet habe ich mit 20 Jahren gebetet. Y esa oración la hice cuando tuve 20 años. Und mein Leben hat sich komplett verändert. Y mi vida cambió por completo. Ich habe kurz drauf habe ich Moni kennengelernt. Un poco después conocí a Moni, a mi esposa. Wir haben geheiratet. Nos casamos. Ja, ist kurz gesagt, aber es war auch relativ schnell. Ja. Lo voy a contar rapidito, pero la verdad es que fue bastante pronto que nos casamos. Aber was uns die Gewissheit gegeben hat, war unser gemeinsames Fundament. Pero lo que nos dio en realidad seguridad fue el fundamento que tuvimos como pareja. Wir hatten beide diesen Wunsch, diese Sehnsucht, die wir heute genauso noch haben, mit allem, was wir sind, Jesus zu dienen und für Jesus zu leben. Los dos, ambos, teníamos ese deseo de que realmente querer servir a Dios con nuestras vidas. Und damals haben wir noch nicht gewusst, was das heißt. Y en ese entonces todavía no sabíamos qué significaba eso. Als wir geheiratet hatten, haben wir keine Wohnung gehabt oder keinen Ort gehabt, wo wir sozusagen eine Wohnung hatten oder so, sondern wir haben geheiratet und haben daraus aus den Flitterwochen eigentlich gebetet, Jesus, schick uns dahin, wo du uns haben willst. Okay. Dice que cuando se casaron no tenían un lugar donde iban a vivir o un departamento, una casa, sino que en realidad en su luna de miel ellos oraron, Jesús, por favor, envíanos a donde tú quieres mandarnos y donde quieres utilizarnos. Und kurze Zeit drauf sind wir nach Tübingen gekommen. Y poco tiempo después llegamos a Tübingen. Weil ich hier meine Ausbildung angefangen habe. Porque comencé a estudiar en esta ciudad.
Aber Jesus hat genau gewusst, warum wir nach Tübingen kommen. Pero Jesús sabía exactamente por qué llegábamos a Tübingen. Genau, und seit 2000 sind wir in Tübingen und erleben wirklich seitdem, wie Jesus dieses Gebet sehr ernst genommen hat, dass wir mit allem, was wir sind, Jesus dienen wollen und ihm zur Verfügung stehen wollen. Y desde el año 2000 nosotros vivimos acá en Tübingen y en realidad estamos experimentando lo serio que Dios está tomando la oración que hicimos de querer servirle con nuestras vidas. Vielleicht ganz, ganz kurz, ein Jahr nachdem wir hier nach Tübingen gekommen sind. Voy a contar rapidito un año después de haber llegado a Tübingen. Hat Gott geredet, dass wir, ob wir in ein altes Lagerhaus ziehen würden. Dios habló sobre y nos preguntó si nos mudamos a un cuarto en un viejo almacén. Das war dreckig, das war kaputt, das war kein Wohnhaus, das war wirklich ein Lagerhaus. Estaba cochino, sucio, estaba roto. No era un lugar para vivir, sino era un almacén. Aber Jesus hat darüber geredet, dass wir das als Jugendhaus umbauen für die Gemeinde. Pero Jesús habló sobre reconstruir o cambiar ese almacén en una casa donde jóvenes pueden venir de la iglesia. Und wir sind da eingezogen, Moni und ich, einfach um Jesus zu dienen und zur Verfügung zu stehen. Y nos mudamos a ese lugar para Moni y yo, mi esposa y yo, para servirle al Señor. Ich kann mich noch dran erinnern. Yo me acuerdo todavía de eso. In der Zeit habe ich mit Marie zum Beispiel, war Marie auch mit im Crea-Team bei uns. Sí, también me acuerdo. Ich erinnere mich dran. Dice, en ese tiempo también yo me acuerdo que Marie estaba con nosotros en un grupo de niños jóvenes que teníamos creativos, hacíamos de todo. Marie dice, yo también me acuerdo. Das war eine coole Zeit. Eso fue un tiempo super chévere. Wir haben 7 Jahre in dem Jugendhaus gewohnt und haben sehr viel erlebt. Das wäre jetzt zu viel, das alles zu erzählen. Vivimos 7 años en esa casa, en ese almacén, en realidad casa de jóvenes. Pasó muchas cosas, así que no tenemos tiempo para contar todo. Und als die Zeit in diesem Haus vorbei war, weil wir hatten Joanne als Tochter, die ist mit die ersten Jahre hat mit dort gewohnt und ist dort auch aufgewachsen und hat das auch geliebt als Kind. Y después de terminar esos 7 años, bueno, en el medio nació Joanne y también creció ahí. La verdad, le gustaba mucho vivir ahí cuando estaba chiquita. Als dann das zweite Kind kam, der Ari. Cuando vino el segundo hijo, que es Ari. Sind wir in ein Haus gezogen, wo dann später auch die Katja mit uns gewohnt hat. Nos mudamos a una casa donde después Katja vivía con nosotros. Und da haben wir 10 Jahre gewohnt. Y ahí vivimos 10 años. Aber auch nicht einfach so, sondern da haben zeitweise bis zu 5 Personen mit uns mitgewohnt. Y no vivimos así nomás, sino que a veces habían momentos donde 5 personas, 5 otras personas vivían con nosotros. Einfach weil unsere, weil Jesus uns einfach wirklich, wie soll ich sagen, eine Berufung gegeben hat oder einfach vielleicht einfach, was ich vorhin gesagt habe, den Wunsch, ihm mit allem zu dienen und auch mit unserem Haus, mit unserer Familie. Porque Jesús nos había dado el llamado, pero aún así había puesto ese deseo en nosotros de realmente querer servirle a él y a las personas a nuestro alrededor. Und seit knapp 2 Jahren wohnen wir jetzt wieder in einem anderen Haus. Y hace más o menos, ya hace 2 años vivimos en otra casa, weil in dem anderen Haus lebt meine Schwester jetzt, gell? Porque la otra casa ahora vive genau. Otra hermana. Wir sind ja mehr verbunden, als wir denken hier, Peter, gell? Okay? Hey, yo. Estamos más relacionados de lo que pensamos acá. Und hier leben wir das Gleiche, zwar nicht mit 5 Personen, aber zum Beispiel Steffen. Hola. Pero acá vivimos lo mismo. Por ejemplo, acá vive Steffen con nosotros. Der bereitet gerade das Essen für sein Super Bowl-Spiel vor. Das habe ich mir gerade gedacht. Está preparando la comida porque ahorita hay un partido de fútbol americano que va a haber y a él le gusta mucho eso. Aber ich weiß nicht, habt ihr eigentlich gesagt, worüber wir heute reden wollen? Schon? Nee, aber, noch nicht. Nee. Okay. Wir hatten, irgendwie hat Jesus darüber gesprochen, dass wir heute etwas über Anbetung sagen. Pero
aparte de todo lo que conté, en realidad Dios nos habló que contáramos a ustedes algo sobre alabanza. Aber was hat das jetzt mit Anbetung zu tun? ¿Y qué tiene que ver ahora todo lo que le conté con alabanza y con adoración? Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, weil ich habe überlegt, soll man etwas sagen? Zum Beispiel fand ich die Frage sehr cool, ist es leicht, Anbetung zu leiten oder nicht? Was soll ich da sagen? Y Frida dijo, bueno, ¿qué voy a contar? Y también, por ejemplo, la pregunta que me hicieron, ¿es fácil o difícil de liderar la alabanza? ¿Qué es lo que respondo a esto? Ich könnte viel darüber sagen, was es heißt, sich auf den Anbetungsdienst vorzubereiten, wenn man Teil einer Band ist oder so. Podría hablar mucho de cómo prepararse para la alabanza y cuando eres parte de una banda o algo así. Aber ich möchte einfach, oder wir möchten einfach heute was davon darüber sagen, was uns aktuell auch gerade in Bezug auf Anbetung, einen Lebensstil von Anbetung beschäftigt. Pero en realidad, nosotros dos queremos contarles hoy sobre lo que en realidad está pasando también con nosotros, que tiene que ver con vivir una vida, un estilo de vida de adoración en nuestro día a día. Und zwar, ihr kennt alle König David aus der Bibel. Todos ustedes conocen tal vez al rey David de la Biblia. Und wir kennen ihn als König. Lo conocemos como rey, era uno de los reyes en Israel. Wir kennen ihn aus der bekannten Geschichte, dem Kampf gegen Goliath. Lo conocemos de la historia famosa de David contra Goliath, ¿verdad? Creo que lo conocemos todos. Und wir kennen ihn auch als den, der die meisten Psalme geschrieben hat. Pero también lo conocemos como aquel escritor que fue el que más salmos en la Biblia, que es un libro en la Biblia, que escribió. Und vielleicht einige von euch kennen ihn auch als einen Hirten. Y tal vez algunos de ustedes también lo conocen como pastor de ovejas. Und das ist alles eine und dieselbe Person. Y eso es todo una persona. Und was hat das mit Anbetung zu tun, zum Beispiel als Hirte auf der Weide zu sein. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, eso con alabanza, de ser pastor de ovejas en el pasto, en las montañas? Was hat es mit Anbetung zu tun, gegen Goliath zu kämpfen? ¿Qué tiene que ver con alabanza el hecho de pelear contra Goliath? Oder auch König zu sein. O de ser rey. David war der jüngste Sohn Isais. David fue el hijo menor fue el hijo menor de los hermanos. Und als zum König gesalbt wurde, y cuando fue ungido como rey, war so alt wie viele von euch. Tenía la edad de muchos de ustedes ahora. War teenager. Era adolescente. Und ich glaube wirklich, dass etwas Entscheidendes in seinem Herzen war, was Gott sehr, sehr gefallen hat. Yo creo que en su corazón había algo que a Dios le gustaba mucho. Und es war, das waren einfach so Charaktereigenschaften, die man rausliest, wenn man über David in der Bibel liest. Eran características que uno puede leer en la Biblia cuando uno lee sobre David. Ihr könnt das selber vielleicht heute oder irgendwann in der Woche nochmal nachlesen in 1. Samuel 16. Ustedes también lo pueden leer, tal vez hoy día en la noche o en esta semana, en 1 Samuel capítulo 16. Und die folgenden Kapitel. Y los capítulos después. Und da stehen immer so einzelne Sätze. Y siempre hay como oraciones. Aber da kannst du draus entnehmen, wie David war. Que nos muestra y nos hablan de cómo era David. Warum wurde von dem Propheten Samuel zu allerletzt gesehen? ¿Por qué fue visto al último por el profeta de Samuel para ser ungido rey? Weil gearbeitet. ¿Por qué trabajaba? Und weil nicht im Vordergrund war, im Hintergrund. Y porque no estaba siempre en adelante, en primera plana, sino que él estaba siempre atrás, en segundo plano.
Du kannst später lesen, dass er oder auch, dass er sofort kam, als sein Vater ihn gerufen hat. Y puedes leer también, por ejemplo, que cuando su papá lo llamó, él vino en el mismo instante. Er hat sich um Schafe gekümmert. Él se ocupaba de las ovejas. Und er war sehr mutig. Y era muy valiente. Weil wenn ein Löwe oder ein Bär kam, porque cuando venía un león o un oso, dann ist er nicht weggerannt und hat die Schafe allein gelassen. No se iba corriendo y dejaba las ovejas solo, sondern er hat sich Gedanken darüber gemacht und hat sich darauf vorbereitet, wie kann ich so einem Bären oder einem Löwen entgegentreten. Sino que él se hacía, pensaba y veía cómo yo puedo hacerle frente a ese león o a ese oso. Ich glaube, dazu gehört sehr viel Mut. Y creo que para hacer eso, no sé si alguien de nosotros alguna vez peleó contra un león o un oso, tienes que ser muy valiente, creo, ¿no? Algunos de nosotros ya gritamos como la cucaracha. Manche von uns, wir schreien ja schon mit der Kakerlake. La cucaracha, ja, ich hab's verstanden. Lo entendí, dice. Später, wo es um Saul geht, después, cuando la Biblia habla sobre Saúl, el rey Saúl, da wird in ganz Israel wird nach dem besten Musiker gesucht, der für Saul spielt. En toda Israel se está buscando al mejor músico que va a tocar para el rey Saúl. Und es spricht sich bis zum König rum, da muss es einen in Bethlehem geben, einen Jungen. Y se pasa la voz y hasta el rey escucha de que en Belén hay un niño que sabe tocar muy bien. Der kann am besten die Harfe spielen. Es el que mejor sabe tocar el arpa. Hey, den Titel, den musst du erstmal bekommen als Teenager. Ese título recién, la verdad, es difícil de obtenerlo como joven. Eres el que mejor toca en todo el país. Das ist wie The Voice of Germany oder The Voice of Israel. Ja. Es ist como cuando participas en La Voz Perú o algo así, o en La Voz Bolivia o algo así, de que eres el mejor. Das heißt, auch da war er sehr exzellent, obwohl er eigentlich ein Hirte war. Y aún siendo en realidad pastor de ovejas, era súper excelente, era muy bueno en lo que hacía. Ich habe das gestern noch versucht, irgendwo rauszukriegen. Ich bin nicht so bibelkundig, dass ich rausgefunden habe, wie viel und ob David Psalme auf der Weide bei den Schafen geschrieben hat. Estuve averiguando, pero la verdad es que no logré descubrir cuántos salmos escribió David en el pasto cuando estaba cuidando sus ovejas. Ich bin mir aber ziemlich sicher, weil wenn er so gut die Harfe spielen kann und so ein Herz hat, können nur Psalme bei rauskommen. Pero estoy seguro de que escribió la verdad un montón ahí sentado con el arpa, y si es que sabe tocar tan bien arpa y tenía ese corazón para el Señor, que escribió un montón de los salmos. Und ich glaube, ich habe einen Psalm, einen Vers einfach gestern mir angestrichen, der das ausdrückt, was in Davids Herzen war. Y yo quiero compartir con ustedes un versículo que me marqué, que muestra lo que había en el corazón de David. Und zwar im Psalm 86, Vers 11. Bitte nochmal, Entschuldigung, das hatte ich gerade... Psalm 86, Vers 11. Okay, Psalm 86, Versículo 6. Und zwar steht da: Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach der Wahrheit lebe. A ver, lo voy a leer. Ich lese es auch kurz. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. Gib mir das Verlangen ins Herz, dich zu ehren. A ti clamaré cada vez que esté en apuros. Und in dem Vers steckt so, so viel, dass ich glaube, wirklich so ein Vers, der drückt genau das aus, dass er immer darauf aus ist, auf den Herrn zu hören, was ist der richtige Weg und wie bekommst du dabei die Ehre. Thank you.
Tell.